Wir sind zu Gast im Deutsche Bank Park, wo das Wetter absolut mitspielt. Und damit dürfen wir Sie sehr herzlich zu diesem Spiel begrüßen, liebe Zuschauer. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Bei ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld, links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Die Frankfurter mit dem Anstoß. Los geht's. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Da kommt die Flanke. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Was können wir heute von André Kramaric erwarten? Er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, eine tolle Übersicht. Wenn Sie ihn ausschalten können, dann haben Sie eine Chance. Da passt Kevin Trapp auf in dieser Szene. Keine Gefahr. Machen Sie jetzt gut. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Der Einwurf für Hoffenheim. André Kramaric. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Pass wird abgefangen. Klasse Pass. Ein fantastisches Tor. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bebu. Kramaric. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Schönes Zuspiel, den spielt er gut. Sein Timing ist schon klasse.
Hoher Steilpass jetzt. Sieht gut aus. Gute Aktion vom Torhüter. Wenn der reingeht, ist es ein Traumtor. Aber so ist es zumindest mal ein Alu-Kracher. So ist es manchmal, Wolf. Da hat er Pech gehabt. Robin Koch. Sie spielen steil, gefährlich. Baumann ist da. Sie stören früh, da ist der Ball. Da schießt er. Abgeblockt, weiter gefährlich. Toller Support jetzt der Fans, die spüren natürlich, hier liegt ein Tor in der Luft. Der geht daneben. Schlussphase in diesem ersten Durchgang. Die Gastgeber sind hier im Moment knapp vorne. Sie könnten durchaus... Jetzt aber erstmal Vorsicht. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann... Ja, stellen Sie Kramaric eigentlich gut zu. Da ist ja kaum Platz. Aber der ist so wendig, der ist so schnell... Setzt sich durch, macht das Tor. Tor 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Flanke kommt rein. Nee, der Ball ist erstmal weg. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ja, guter Pass. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Wir hören den Pausenpfiff und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Anstoß haben die Hoffenheimer. Er versucht's. Sie holen sich die Führung zurück. Da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, Ball rollt wieder. Hoffenheim nun also im Rückstand. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. So, die Chance jetzt. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Schön durchgesetzt. Zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor. Unnachahmlich. Tolles Tor.
3-1 heißt es also jetzt. Könnte durchaus gefährlich werden. Guter Pass. Flanke kommt in die Mitte. Chance zur Befreiung. Was den Ballbesitz angeht, macht Eintracht Frankfurt hier ein gutes Spiel. Und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Sie sind da, Ball wird geblockt. Schöner Pass. Von Weghorst. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist die Chance. Kein Problem, den hat er. Kramaric. Da erobert er den Ball. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt kann das Tor fallen. Ist er gefährlich? Alle wissen es, aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack, ganz starkes Spiel heute. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Bebu. So langsam wird es gefährlich. Ball kommt rein. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. André Kramaric. Macht er gut, blockt diesen Ball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ist gefährlich. Gute Parade, da hält er diesen Ball. Sie wechseln also aus. Neu dabei, die Nummer 28, Robert Skirr. Eck in den Strafraum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt! Ballbesitz ist weg. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Hereingabe jetzt. Fans können erstmal durchatmen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Hoffenheim könnte über außen kommen. Die Flanke jetzt. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.